Wie viel Röstiger. Und Rösti, wo recht gemacht ist, ist gut. Potatoes are boiled, then peeled, and then the potatoes are sliced, and then those sliced potatoes are fried. And that is Rösti. Can you describe how to prepare that in Swiss? Well, we had Gruppe gekocht in Wasser, dann hat Gruppe geschunten und dann hat Gruppe geschiebelt und dann hat Gruppe gebraten. Und es ist gut. Es ist besser, wenn es sich für ordentliche Menge ist, wenn es nur sich für eins oder zwei. Und es ist besser, das Beste, wenn es gebraten ist, in Cast Iron. Isa. Isa. How do you say cast iron in Swiss? Yeah, Isa, wo. Huh? Wo man, wenn man wäscht, tut man schieder a Hodu ne, wo man nicht drum geht, was dazu geht, cause der Hodu wird verfärbt. Schwarz. Und als man der Hodu futschlägt. Do you have any other Swiss foods that you can think of that you ate growing up? Schweizi. Ja, Schweizi. Like hot dressing? Yeah. Can you describe how that was made? Oh. Did you make it at home? Ja, ich habe es manchmal gemacht. Ich kann auch jetzt gehen. Man tut Mehl und Schmutz zusammen erhitzen, bis das Mehl ein bisschen braun ist. Dann tut man Wasser drin tun, fürs Kochen. Man tut noch Essig drin tun und Zucker und Salz, so viel was man will. Also wie viel was man will. Und das ist der Schweizer. Once in a while here, well, I shouldn't say once in a while, but from time to time we get Schweizer on lettuce, raw lettuce. Is that the way you ate it growing up? Yeah, yeah, yeah. On lettuce. Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. Salat mit Schweizer ist gut. Sehr gut.